Willkommen zu einem brandneuen Video. Letzte Woche war ja die Dokumi. Leider kann ich euch dazu kein Video bieten, denn ja, ich habe mit meiner G7X was aufgenommen. Allerdings ist die Speicherkarte nass geworden und das Videomaterial war nicht mehr zu retten. Ich habe jetzt nur noch auf meiner Vlogcam zwei, drei kleinere Aufnahmen, die aber nicht für ein Video reichen. Nichtsdestotrotz empfehle ich euch die Videos von Lulite63 und Mystacular, wo ich auch mit dabei bin. Und Lulites hat ein sehr schönes Cosplay-Musikvideo auch gemacht. Und ums Thema Cosplay geht es heute auch ein bisschen. Wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, trocknet da was. Und ja, die Zeit wollte ich nutzen, während ich jetzt eh warten muss und ein kleines Video drehen, denn ich bin ja noch relativ neu in der Cosplay-Sache. Ich habe jetzt mal das Ken Kaneki-Cosplay angehabt aus Tokyo Ghoul. Dann hat Lou mir das Kindred-Cosplay gemacht. Kindred-Wolf-Cosplay, was ich jetzt auch das erste Mal auf der Dokumi anhatte. Das Problem ist halt, ich kann nicht nähen und so. Und für mich ist das neu. Ich habe jetzt so Kleinigkeiten probiert, wie ihr im anderen Video gesehen habt. Zum Beispiel die Maske aus Hotarubi no Morie. Ja, und jetzt dachte ich mir so, vielleicht für den Japan-Tag oder für eine andere kommende Con, ja, irgendwie so ein kleineres Cosplay zu haben, was mich jetzt nicht ganz so komplett bedrängt wie das Kindred-Cosplay, wo ich einfach keine Hand frei habe, um irgendwas zu filmen oder so. Denn am Dokumi-Samstag muss ich sagen, das Cosplay ist zwar ziemlich cool, allerdings man muss sich um den Umhang kümmern. Dann rutscht sozusagen am Kopf die Maske. Dann, keine Ahnung, fällt ein LED-Ding von den Knieschonern raus und. Man ist die ganze Zeit mit dem Kostüm beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, ich mag aus Seiyuki den Charakter Son Goku, ja, der heißt wirklich so, sehr gern. Und warum machst du den nicht mal? Probierst es mal. Und da habe ich jetzt mit der Krone angefangen, die trocknet im Hintergrund. Da werde ich jetzt den Stab bald machen. Nähen kann ich leider nicht. Aber das werde ich schon zusammenkriegen, weil ich habe so ein paar ähnliche Klamotten, wie der auch anhat hier. Und dann schaue ich mal, was da so rauskommt. Das ist jetzt sozusagen mein aktueller Schritt. Nichtsdestotrotz, während ich natürlich jetzt hier am Zeichnen war, am Ausschneiden war und, mache ich mir auch so ein bisschen Gedanken, weil das ja alles so ziemlich neu für mich ist. Und da habe ich mir auch so gedacht, warum Cosplay eigentlich ein tolles Hobby ist. Denn ich muss sagen, aus meiner Sicht, Cosplay hat wirklich ziemliche Vorteile. Ich habe handwerklich eigentlich kaum was in der Freizeit oder so gemacht, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Und bin auch so ein ziemlicher Grobmotoriker leider, was manchmal sehr peinlich sein kann. Aber man kommt hier mit vielem in Berührung, egal jetzt im Bastelbereich oder auch mit Holz, verschiedenen Werkzeugen und. Man zeichnet viel, es wird viel mit Farben gearbeitet. In meinem Fall jetzt noch nicht, aber man nimmt auch verschiedene Stoffe und näht und schneidert und. Ich beschäftige mich jetzt halt erstmal so ein bisschen mit Masken, mit Waffen, so Zubehör wie Stäben und so, was ich halt selbst machen kann, ohne jetzt zu schneidern oder so. Und ja, man erweitert eben viele Kenntnisse auch so im praktischen Bereich unbewusst. Man macht wirklich was, was man auch so im Alltag anwenden kann. Es ist in erster Linie halt fürs Cosplay, aber das kann man auch anderweitig anwenden. Ich zum Beispiel wusste vorher nicht, was ein Dremel ist. Ihr lernt die verschiedensten Stoffe kennen. Moosgummi, Wobbler, das ist so ein thermoplastisches Material, wie so eine Art Knetmasse, die man erwärmen kann und zum Beispiel für Waffen verwenden kann. Die kann man dann bemalen oder gibt es auch farblos, transparent und. Es ist wirklich sozusagen, um handwerklich einen Einstieg zu finden oder basteln, es ist wirklich was Tolles. Und was auch schön ist, man hockt nicht die ganze Zeit am Computer oder ist draußen, sondern ich habe gemerkt jetzt die Zeit, man kann echt wunderbar abschalten. Es ist einfach mal was anderes, man vergisst die Zeit, man kann es auch allein machen und man hat auch was davon, weil man sieht ja danach die Ergebnisse. Man hat es immer vor sich stehen und sieht dann auch immer so, hier war ich so, hier habe ich mich verbessert, das kann ich besser machen und das finde ich wirklich ziemlich schön. Ein anderes Ding ist auch, wenn man das Cosplay jetzt soweit fertig gemacht hat,
wenn man etliche Stunden daran verbracht hat, dann stehen die Cons an. Und es ist auf der einen Seite ein schönes Ding, um Gleichgesinnte zu treffen oder Freunde zu treffen, aber auch um wirklich halt mal seinen Charakter zu präsentieren, um einfach mal für einen Nachmittag genau der Charakter zu sein. Egal, ob man jetzt schauspielern kann oder nicht, ich zum Beispiel kann es nicht, aber deswegen denke ich mir, dieses Mal mache ich genau diesen Charakter, den ich sehr kenne, den ich sehr mag und probiere es vielleicht mit, um da vielleicht doch irgendwie ein bisschen reinzukommen und nicht dazustehen wie so eine steife Statue. Aber ich muss sagen, es ist einfach, und es ist ja auch eine Anerkennung für einen selbst, wenn man stundenlang an was gewerkelt hat oder jetzt die Krone gemacht hat oder so, und dann Leute kommen und nach einem Foto fragen. Genauso demotivierend kann es aber auch sein, wenn man mit anderen unterwegs ist und die immer nur für ihr Cosplay gefragt werden und man daneben selbst immer steht und ja, halt steht, aber irgendwie das Cosplay niemand erkennt oder niemand mag oder ja, aber das wird mit der Zeit und gleichermaßen bekommt man auch ein gutes Zeitgefühl durch das Ganze, finde ich. Denn man muss sich alles einteilen. Man weiß, man hat so und so viele Wochen Zeit bis zur nächsten Convention und man muss ja planen. Die Rohsachen, bis man die kauft, bis alles da ist, bis man sozusagen mit den Materialien anfängt zu arbeiten, bis man die dann sozusagen, um jetzt mal auf den Dremel zu kommen, die Kanten zu schleifen, um dann in die Details zu gehen, um es dann anzumalen, um es anzuprobieren und, und. Bis alles sitzt und so. Da braucht man ein gutes Zeitgefühl und man wird auch sehr detailgenau. Und es ist ja auch in vielen Sachen ein Vorteil, denn egal ob in der Arbeit, in der Schule, in der Freizeit, es ist immer gut, wenn man auf Details achtet. Und als nächster Punkt ist natürlich, wenn man schon auf der Convention ist und mit der Zeit immer mal wieder einen anderen Charakter macht, lernt man ja auch so ein bisschen so das Posen, denke ich mal, oder Modeln oder keine Ahnung. Es ist ja auch hier so ein neuer Bereich. Man probiert eben wieder Charakter zu sein. Und so gesehen, jetzt vom Anfang, von den lose gekauften Sachen, von der Idee bis zum fertigen Ergebnis, wo man selbst so angezogen ist und dann auch posiert oder Videos macht und, und. Ich finde, man lernt da wirklich in so vielen Kategorien was und man hat auch viel davon. Auf der einen Seite die Fotos oder Videos, die von einem gemacht werden, die fertigen Sachen, die man eben angefertigt hat. Man weiß auch, wie viel Arbeit da drin steckt. Und das finde ich eben ziemlich interessant und auch spannend. Das war jetzt eher ein Laber-Video, aber zu diesem Thema wollte ich so halten. Ich hoffe, euch hat es vielleicht ein bisschen gefallen und schreibt mir gerne eure Erfahrungen da mit in die Kommentare. Oder habe ich irgendwas vergessen? Oder worüber soll ich sonst mal was zu erzählen? Auf eine Sache möchte ich noch hinweisen, auf meinen anderen Kanal YouTube-Experiment, wo ich so ein bisschen über YouTube erzähle. Da ist das neueste Thema, das neueste Video, wie man mit YouTube startet. Wenn man erneut einen Kanal anfängt oder das erste Mal überhaupt so auf YouTube unterwegs ist, wie man halbwegs erfolgreich angezeigt wird, seinen Kanal ausbauen kann und so weiter. Da verlinke ich euch auch mal das Video, wie gesagt, von der Dokumi, das Video von Lulites. Und Mistakula ist auch verlinkt und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.